Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nicht wundern, wenn das Blut hier oder die Leichen etwas anders liegen als in der Folge davor. Leider war der Speicherpunkt hier in dem Raum. Und da ich nach der letzten Folge dann das Spiel beendet habe, musste ich hier nochmal kurz mich durchkämpfen. Aber ging alles relativ schnell. War ja auch nicht der schwierigste Kampf. Ich sag's euch bloß, dass ihr euch nicht wundert. So. Wir müssen zur zweiten Gasfackel. Das ist der Plan. Bitte beachten Sie die neuen Weisungen, die von Abteilung 2 geschickt wurden. Die von Ihnen erhaltenen Ausrüstungen und Produkte zielen darauf ab, den Ertrag unseres Standorts zu erhöhen. Die Module müssen so schnell wie möglich an die Gasfackeln angepasst werden. Der neue erhaltene Wirkstoff 2G8 ersetzt den derzeitigen Wirkstoff, der während des Bohrprozesses in den Boden injiziert wurde. Beigefügt sind die technischen und chemischen Anhänge, die von der Abteilung 2 übersandt wurden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Sektionsverwalter. Okay. Also anderer Stoff, der in den Boden gepumpt wird. Für das Fracking. Ich glaube, jetzt ist auch ein bisschen zu spät, die Kameras auszumachen. Aber auch jetzt beim zweiten Versuch. Ich habe nochmal geschaut. Ich hätte wirklich keine Ahnung gehabt, wie wir hier unentdeckt hätten durchkommen können. Dann haben wir zumindest die Tür da hinten auf. Gasfackel müsste ja irgendwo... Ach, das ist er ja schon hier. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, die ist noch ein Stück weiter hinten. Schon wieder länger nicht nach Pflanzen geguckt. Es tut mir leid, aber hier ist gleich eine. Dafür belohnt mich das Spiel dann immer, sobald ich gucke. Hab bestimmt schon etliche verpasst. Und dann müsste jetzt Denner oder Ava besser gesagt auch reinkommen. Relay on the second flare stack. Here we go. 80, as soon as Rodko blows the refinery, I'll reboot the system. You've got 2 minutes max to copy the data. Are you ready? Just say the word. Now, Rodko. On it. Well, that should attract their attention. Madonna, get moving. I'm on my way. As soon as you've got what you need, we're out of here. So, darf ich jetzt wieder abhauen? Ich hoffe. Ach, das war so klar. Ich wusste doch, dass das alles so gut lief. Wer hätte es gedacht? Mensch, die sollen in die Schule gehen. Nicht irgendwelche Fracking-Anlagen in die Luft jagen. Das ist doch keine gescheite Ausbildung. So, schnell zum Fahrstuhl. Und rein hier. Ich hoffe, sie überlebt. Noch einen Tod möchte ich nicht verkraften müssen. Eigentlich müssten wir uns jetzt beeilen und hier einfach schnell durch. Werwolfen. Aber die bewegen sich auch nicht wirklich. Ich glaube, das Spiel, dem ist es scheißegal, ob wir uns hier beeilen oder nicht. Deswegen probieren wir es doch erstmal auf die elegante Art und Weise. Du hast mich gar nicht gesehen, lüg doch nicht. Shit, wo kam denn die schon wieder her? Ja, das mit, wenn ich die abschieße? Nö. Ihn noch schnell geholt. Machen es trotzdem mal kaputt für den Fall der Fälle. Da oben ist noch eine Kamera. Was haben wir hier? Das ist derselbe Brief, den wir gerade eben gelesen haben. Zum Glück hat er nämlich auch keine Lust jetzt zu lesen. Würde uns unsere Tochter bestimmt übel nehmen. Oh oh. Naja, den müssen wir nicht noch unbedingt holen. Da stand mir der Muskelprotz zu offensichtlich da, dass der das hätte sehen können. Ach du Scheiße. Na gut, aber das konnte ich jetzt, glaube ich, nicht ändern. So, erstmal die ganzen Kleintypen hier. Kollateralschäden, mit denen erstmal weg.
Gott, was ist denn hier los? Eine ganz schön kleine Area. Aber wir haben glücklicherweise schon genügend Zorn gesammelt. Also sollte Heilung und alles weitere kein Problem sein. So, jetzt komm mal ran hier. Und kommt hier schon... Ach, die scheiß Abklingzeit. Sieht aber cool aus. Könnte Thumbnail werden. Ah, wir brauchen unbedingt die andere Haltung. Was ist mit dem da? Oh, ach, das sind die Drohnen. Scheiße. Ich dachte, da steht irgendeiner oben. Oh Gott, Alter, pfeffern die rein. Holy shit. Ist aber auf so einem kleinen Gebiet hier auch gar nicht mal so easy auszuweichen. Bam. Und du auch noch. Ah, ich habe keinen Zorn mehr. Verdammt. Dann müssen wir es halt eben auf traditionelle Art und Weise machen. Gut, ist erledigt. Dann geht auch hier die Tür auf. Sehr nett. Gott. Geht gleich los. Aber ein Geisterpunkt ist auch wichtig. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Ah, wie viele Türen gibt es denn hier? Aber hier gibt es einen. Tut mir leid, Tochter. Die kriege ich nicht auf. Ich hoffe mal, hier steht ein Computer. Oh oh. Hier sieht es ja echt mal gar nicht geil aus. Waren das unsere Kumpels? Ne, das sind Antron-Mitarbeiter. He slaughtered them all. Damn it. I have eyes on Adana. They've taken an elevator to the roof. She's still unconscious. And Rotko? He's a few rooms ahead of you. I think he's given in to his rage, Cahal. No, not you, Rotko. Please, Cahal, you have to do something. Scheiße, ich dachte es mir gerade, bevor sie es gesagt hat. Nicht, dass er jetzt im Zorn ist und unsere Tochter tötet, so als kleinen Racheakt. Ich sehe schon, dass wir gleich Rotko besiegen müssen. Lecker Organe heute. Rotko, ich bin's. Hier, riech. Riech an meiner Achsel. Das hast du doch immer gerne gemacht. Ach, verdammt. Scheiße. Oh, geil gegen Rotko. Macht der mal gar keinen Bock. Okay, aber es wird interessant. Ich habe lange mal wieder auf so... Oh Gott, auf so... Oh Gott, nein, weich doch aus. Scheiße, wir haben ja noch fast gar nichts abgezogen. Bin mir noch nicht sicher, welche... Ah, wir hätten mal vorher was trinken können. Jetzt hätte ich es gebraucht. Alter Schwede, der hat aber auch eine riesen Range. Wir kriegen ja fast gar keinen Zorn. Soll ich ihn den besiegen? Jetzt heilt er sich, der Penner. Kannst du voll vergessen. Aber die Zeit können wir auch nutzen, um uns mal kurz zu heilen. Ah, Gott. Also ich glaube, wir müssen halt wirklich erstmal ein bisschen ausweichen. Bin mir nicht sicher, ob wir unsere Zeit jetzt für... Oder unseren Zorn jetzt für so Special Moves einsetzen sollten. Ich glaube halt eher nicht. Wäre mir Heilung doch lieber. Wir müssen idealerweise ausweichen, warten, bis er sich heilt. Macht das wieder? Nee. Weil ganz ehrlich, der schlägt einmal zu und trifft die halbe Map hier. So, nee, anderen Move, den hier. Genau. Und wieder weg. Schnelle Haltung rein. Geht klar. Ich glaube, das ist der Weg. Oh, cool. Zum Fass kann man auch mal auf ihn werfen. Ja, ich glaube, das ist der Weg, wie wir ihn am besten besiegen. Schaut mal, was das abzieht, ne? Ach, Rotko, alter Freund. Ich will dich gar nicht umbringen. Du warst eigentlich immer sehr korrekt zu mir.
Ah, jetzt haben wir die Abklingzeit, die habe ich vergessen. Aber er heilt sich, passt. Komm, klinke dich aus. Jawohl. Wir müssen wieder weg. Ich war aber in der falschen Haltung, ne? Aber es sieht ganz gut aus. Also nach den ersten Sekunden dachte ich, ach du Scheiße, wie sollen wir das schaffen? Aber mittlerweile habe ich den Dreh raus. Ist halt gut, dass er sich nicht so viel heilt oder mehr heilt, als wir ihm in der Zeit abziehen. Geht jetzt ja einfach komplett mit den starken Angriffen drauf. Na gut, vielleicht mal so klein mit dazwischen. Ja, kriegen wir alles hin. Aber liegt unsere Tochter hier irgendwo rum? Hast du zumindest noch nicht gesehen. Oh Gott. Ah, da haben wir ihn gleich unterbrochen. Das war eigentlich gar nicht so cool. Heil dich doch ruhig. Wollte ich gar nicht stören dabei. Komisch, dass es das davor halt nicht gemacht hat, aber jetzt... Heilst du dich? Nee, heilt sich nicht. Jetzt heilt er sich. Können wir ja auch mal so ein Ding hier einsetzen. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn. Nochmal Special Move. Oh. They've taken her. I'm sorry. I could not resist my rage. I know, my friend. No one could blame you. She's all that's left of my sister. Find her. Protect her. For Ludmilla. Nicht so geil. Rocco. I had no choice. He was overtaken by rage. He would have killed me. Rocco, please. You can't be gone. Damn it, Ava, snap out of it. They've taken my daughter. Where is she? They took her to the roof. Guide me. The elevator's in the office above you. You should be able to get there through a nearby ventilation duct. So, wo sollen wir hin? Die Tür bleibt zu. Ja, sehr traurig mit Rodko. Aber was wollen wir machen? Es ging um unser Leben. Unsere Tochter ist mir gerade doch ein bisschen wichtiger. Huch. Hey, hat der sogar gut geklappt. Also mit ein bisschen Taktik war das auf jeden Fall auch gut machbar. Gibt's hier noch eine Pflanze für mich? Da haben wir noch eine. Jetzt brauchen wir noch, oder nein? Jetzt haben wir zwei Punkte. Ich wollte nämlich sehr gerne das hier haben. Sehr cool. Jetzt werden wir weniger entdeckt. Adana! Fuck! No! Wait, I know you. I am Richard Watkins, Endron's CEO. I've been keeping tabs on you for a long time. Then, you knew. Of course. Your little attack, your little plans. We knew everything. I've been trying to identify you for some time. You can't imagine all the wonderful things we'll be able to accomplish with you. Losing a few sights was a small price to pay. I've got great hopes for you, my dear. Mr. Watkins, we'll be at our destination in 2 hours. What have you done to me? Sweet dreams. That helicopter. Find out where it's going. I managed to intercept one of their calls. They were talking about a package they were delivering to Meridian State Prison in Nevada.
They also talked about some treatment. They want to do something to her. Find out all you can about this prison, and get things ready for our departure. As soon as I'm back, we're leaving for Nevada. But what about Rodko? Are we just gonna leave him? There's nothing we can do for him now, Ava. I'm sorry. But 80's our priority. Rodko would have said the same thing. I know. The backup generator. Rodko's scent is still fresh here. Ja, Mist, ab nach Nevada. Tochter holen. Keine Ahnung, was sie ihr gespritzt haben. Aber es kann nichts Gutes sein. Englische Übersetzung war mal wieder on top. Sie sagt, I know you, und da steht, wer sind sie? Hä? Seit wann gibt's denn Gelb? Ich kann nur mit Rot und Grün umgehen. Alles andere ist zu kompliziert für mich. Was müssen wir denn machen? Haben wir hier irgendwo... Hä? Jetzt ist offen. Okay. Ach, wir mussten wahrscheinlich warten. We have to get her back before they do anything. Don't lose your head, Ava. Without you, we're blind. Mussten auf den Aufzug warten. War ich noch nicht gewohnt vom Spiel. Ging immer alles so ratzfatz. Haben wir hier noch eine Pflanze oder irgendwas Schönes? Sieht nicht so aus. Oh oh. Das Geräusch klang eher wie Kampf. Antoine wusste bereits im Vorfeld Bescheid über den Angriff auf die Fracking-Anlage. Das Rudel gerät in eine Falle, die ihn der Präsident des Unternehmens Richard Watkins gestellt hat, um Edna gefangen zu nehmen. Rodko, ohnmächtiger Zeuge der Entführung, gibt dem Zorn nach, Cahal bleibt keine andere Wahl, als ihn zu töten. Nun hat der Fianna-Krieger nur noch ein Ziel im Kopf, seine Tochter finden. Antoine setzt jedoch seine verbleibenden Truppen gegen den Kern ein. Wer hätte es gedacht? Wir sind geschwächt, wir haben keinen Anführer mehr. Gott. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Was ist denn mit ihm? Wird mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen, mein Freund. Ich glaube, es hat ein paar Nebenwirkungen. Das Zeug, was sie den Leuten hier spritzen. That creature stank of the worm. Endrin's decided to pull out all the stops. Cahal, Endrin set up these new weird pumps. I don't know what they're injecting into the earth, but Ethan is suffering. I'll take care of it, Ava. Get your crew together. Cahal. Ach nö. Ach du Scheiße. Wird jetzt hier wohl noch so ein richtiges Mutanten-Horrorspiel? War Even jetzt schon fertig mit Quatschen oder haben wir ihn überhaupt unterbrochen? Bin mir nicht ganz sicher, hab mich gerade eher auf die hier konzentriert. Irgendwie gefallen die mir so absolut gar nicht. Ach scheiß Abklingzeit. Ich darf den Move nicht mehr machen. Auf sie mit Gebrüll! Bam! Zumindest sind es jetzt alles Nahkämpfer. Brauche ich nicht mehr so dolle Silber- und Schrotflinten ausweichen. Oh, wo komme ich denn hier wieder raus? Nö. Ich überleg gerade, von wo wir gekommen sind. Ich glaube von hier, ne? Ja. Das sieht gut aus. So, und wieder ab hoch. Zum Team. Was zerstöre Antoines Pumpen? Wo denn? Ich dachte, wir machen jetzt erstmal wieder hoch zur Gruppe. Erreiche den Wald. Das haben wir geschafft. 1 Kilometer töten. Ja, solange es nur 1 Kilometer ist, ne? Natürlich nicht. Schicksal ist besiegelt. Wo sind denn die Pumpen?
Weiß nicht, wenn wir rot werden, ist das dann der Bereich... Nee. Jo. Ah, da unten. Also anscheinend hier. Können wir jetzt hier einfach runterspringen? Eher nicht, oder? Ich würde mich dann doch mal lieber den richtigen Weg hier runter machen. Ich glaube, sehr viel mit Schleichen ist eh nicht, ne? Bringt nicht viel. Na komm, dann hauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal so eine Flasche rein. Die auch mal genutzt haben. Kann ich denn eigentlich auswählen, welche Flasche? Nee, ne? Achso, ist ja nur die eine. Das andere sind ja Pfeile. Pardon. Ich kann auch keine Pfeile, kann keine Armbrust schießen. Doch jetzt. Zack. Ach Mist. Na dann wird halt einmal ausgeflippt. Ach, und die werden jetzt alle zu so einem Biestern oder was? Ih, Schleimbeutelattacke. Das ist immer noch hier der mächtigste Move. Den müssen wir wirklich öfter mal benutzen. Ih, hau doch ab. Oh Gott, ist das ekelhaft. Haben wir es geschafft? Wir haben's. Und dann werden wir jetzt als nächstes die Pumpen zerstören. Aber jetzt machen wir erstmal ein Folgenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.